hierher! Halt still! Aber so geht das doch nicht, mein Prinz. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Mama, ich hab die Überraschung gesehen. Er hält nicht still, Majestät. Hält einfach nicht still. So, so, du hast also die Überraschung gesehen. Ja, Mama, es ist ein Pferd. Ein Pferd? Ist doch viel zu groß für dich. Ich hab dir auch was mitgebracht, mein Hänschen. Aber wie sollen wir da je fertig werden, Majestät? Was ist es denn? Es ist von mir für dich. Aber so geht das doch nicht. Ach, gib sie her, ich mach das schon. Aber ich weiß nicht. Boah, ist der schön. Hänschen, der ist nur für uns beide. Für dich und für mich. Wollen wir spielen? Ja, komm, wir spielen. Hilf her. Eine weniger. Aber die hat mir noch Vater geschenkt. Aber hat mir sowieso nie gefallen. Dir doch auch nicht, mein Schatz, oder? Naja, nicht wirklich. Komm, lass uns weiterspielen. Herein! Majestät, es wäre jetzt soweit. Aber... Ja, die Strümpfe des Prinzen oder soll etwas so zum Fest? Mama, darf ich dem Vater Bescheid sagen? Nein. Natürlich, Hänschen. Nicht bloß einmal, sondern immer wieder hat dieses verdammte Vieh meine Rüben von Acker gefressen. Ja, die paar Rüben. Rüben ratzfatz weggefressen. Warum kann er keinen Zaun bauen? Ja, bitte doch, bitte doch, deine Kuh. Ja, friss doch deine Rüben. Ja, friss doch ein Gras. Ja, warum? Wachen, wachen. Ruhe, Ruhe. Was ist denn jetzt schon wieder? Der Geburtstag, Eure Majestät. Ach so, ja, 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 ja. Dann kommen wir zur Konklusion. Ich fasse zusammen. Seine Kuh hat von seinem Acker die Rüben gefressen. Die Sache ist doch klar, die Kuh hat die Rüben gefressen und ein Teil des Fleisches der Kuh besteht aus den Rüben dieses Bauern. Die Kuh wird geschlachtet und der Rübenbauer erhält seinen Anteil am Fleisch der Kuh und so weiter und so weiter. Frau Majestät, meine gnädige Majestät, die einzige Kuh, die ernährt doch meine Kinder. Gesetz ist Gesetz. Muss er die Kuh wirklich schlachten, Vater? Ja, wenn so das Gesetz ist, Aber was kümmert's uns? Haben wir nicht heute Geburtstag? Mhm. Na? Gibt's jetzt endlich die Bescherung? Verehrte Gäste, die Bescherung. Musik! Komm her, mein Sohn. Das Pferd ist doch viel zu groß für Hänschen. Ach, was, mein Sohn, er ist 8. Er ist jetzt ein Mann. Na, und ist das eine Überraschung? Viel zu groß! Was soll das hier? Ist das auch eine Geburtstagsüberraschung? Ich weiß von nichts. Euer Majestät, bitte um Entschuldigung, dass ich hier so grob hereinplatze. Aber die langen Jahre da draußen lassen einen rau werden. Verzeihung auch die edlen Damen. Was soll das? Nur schnell auf ein Wort, Majestät. Nein, jetzt nicht. Ihr habt da einen wunderschönen Wald mit prächtigem Wildbret, hört man. Aber ihr könnt ihn nicht nutzen, weil ein Wurm drin sitzt, der jeden verschlingt.
der in diesem Wald jagen will. Nein, nein, niemand kommt zu Schaden, denn niemand darf den verbotenen Wald betreten. Erst neulich wurde wieder einer gefressen. Was? Warum werden meine Gesetze nicht eingehalten? Was haltet ihr davon, Majestät? Wenn ich das Monster für euch fange, da gibt's doch bestimmt eine schöne Belohnung. Nein, oder? Nein, es gibt ein Gesetz, niemand darf den Wald betreten. Und deshalb gibt's auch keine Belohnung. Niemand kann außerdem das Monster besiegen. Stimmt's, Herr Vater? Das ist wahrscheinlich sogar ein Drache. Oder der Teufel persönlich. Niemand kann das Monster besiegen. Da habt ihr recht, mein Prinz. Aber da gehört wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu, als von einem tänzelnden Pferdchen in den Schoß der Mutter zu fallen. Ja, vielleicht gehört auch ein bisschen mehr dazu, als so ein dahergelaufener Ritter. Wer weiß, eines Tages vielleicht fange ich es selbst. Da werden wir wohl bis zum jüngsten Gericht warten müssen. Also, was ist jetzt, Majestät? Schafft mir endlich dieses Großmaul aus den Augen! Ihr werdet dieses Großmaul bald wiedersehen, das schwöre ich euch. Schindel! Musik! Hänschen! Jetzt wirst du gleich wunderbar schlafen. An alles andere wollen wir gar nicht mehr denken. Ob er doch in den Wald reiten wird? Aber nein, natürlich nicht. Wie kriegst du nur sowas in dein hübsches Köpfchen? Ich glaube, dieser Ritter ist so verwegen. Wie kannst du nur glauben, dass sich irgendjemand über das Gesetz deines Vaters erheben würde? Halt mal still, es tut dir weh sonst. Wenn es aber doch irgendwo hier steckt. Man sieht doch fast gar nichts. Halt die Klappe, verdammt! Wenn ich schon gefressen werde, möchte ich wenigstens sehen, von wem. Wo bist du? Zeig dich, du Vieh! Vielleicht ist es längst tot. Schweig endlich, sonst bist du tot! Los, weiter! Zeig dich endlich, du Vieh, und kämpfe! Hast du dich in einen Hasen verwandelt? Vielleicht gibt es gar kein Monster. Was macht es? Und die ganzen verschwundenen Jäger sind nur ihrem komischen König davongelaufen. Oder das Biest ist abgehauen. Weil zum ersten Mal drei richtige Männer in den Wald gekommen sind. Knappe, hol mir Wasser. Leg das ab. Wir haben es. Wir waren uns darüber einig, dass man diesen furchtbaren Menschen vergisst. Ihr wisst genau, dass das eure arme Frau Mutter sehr traurig machen wird.
es denn? Ich denke, du willst das Monster besiegen. Mein Arm tut mir weh. Es ist doch viel zu schwer. Was? Das Schwert ist viel zu schwer für Hänschen. Ach, was? Willst du jetzt zum Monster sagen, hier, Entschuldigung, mein Arm tut mir weh? Komm hier, da, das ist der Feind, das ist das Monster, da brauchst du Furor, Kampfeswut, verstehst du? Hier, schau, das ist der Feind, der will dich vernichten. Liebe Güte, das Schwert ist doch viel zu schwer für Hänschen. Masti, der schwarze Ritter ist im Hof. Mein Schwert! Eure Majestät, das Schwert braucht ihr nicht mehr. Ich habe den Hecht aus dem Teich gefischt, der gehört euch. Hoffnungsmeister. Wachen, abladen. Ein wilder Bursche. War nicht einfach, ihn zu fangen, Majestät. Herr, wenn es möglich wäre, eine kleine Belohnung. Ein Schluck Wein oder ein warmes Bad. Halt die Klappe, Knappe. In den Kerker mit ihm. Der König ist ein Mann des Gesetzes. Er wird wissen, was recht und billig ist. Ja, recht und billig ist, dass ich euch wie ihn in den Kerker werfen lasse. Ihr habt mein Gesetz missachtet. Aber Vater. Ach, du hast recht. Mein Sohn, er hat das Gesetz gebrochen, aber er hat dem Land etwas Gutes getan. Wir wollen Gnade vor Recht ergehen lassen. Weil mein gnädiger Sohn, der künftige König, das so will, sollt ihr eure Belohnung haben. Euer Lohn ist, dass ich euch nicht einsperren lasse und dass ihr hingehen könnt, wo ihr wollt. Danke, Majestät. Ihr seid zu gütig. Ja! Mama, Hilfe! Als Schildkröte! Gebt ihm doch, was er verlangt! Haushofmeister! Wir verhandeln nicht mit Verbrechern. Da geht dein Ring her. Dein Ring! Nein! Aber was steht? Nehmt. Nehmt. Pass auf dein Schwert auf, Bübchen. Vielleicht sieht man sich wieder. Ja! Was hättest du gemacht, wenn er unser Kind... Haushofmeister, wir verhandeln nicht mit Verbrechern. Majestät, wir haben das Viech im Käfig eingeschlossen, im Burgfried. Haushofmeister, wir erlassen folgendes Gesetz. Das Monster bleibt im Burgfried hängen, bis es ausgetrocknet ist. Jeder soll sehen, wie der König mit einem verfährt, der dem Land Schaden zufügt. Und jeder, der den Käfig öffnet, wird mit dem Tode bestraft. Sehr wohl, Majestät. Und in 3 Tagen wollen wir eine lustige Jagd veranstalten. Jetzt, da man den verbotenen Wald wieder ungestört betreten kann. Hänschen! 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 Ich verbiete dir, dich diesem Tier zu nähern, verstehst du? Mhm. Komm. Thank you.
Mama. Ich hol ihn. Majestät, der König möchte Sie sprechen. Ach, der König. Warum sagst du nichts? Wer bist du? Was hast du mit den Jägern gemacht? Warum sagst du nichts? Bist du tot? Mein Ball! Mach die Tür auf! Das darf ich nicht. Der Vater hat's verboten. Willst du bei Mama schlafen? Nein, es geht schon. Und deinen Ball, den hast du wiedergefunden? Ja, aber ich weiß gerade nicht, wo er ist. Hänschen, du musst auf unser geheimes Spielzeug schon aufpassen. Mhm. Ja? Gute Nacht. Schlaf gut. Hey du, du, hörst du? Ja. Ich hab dir einen Apfel mitgebracht. Hey, ein Apfel. Hey. Dann gib her. Jetzt musst du mir auch meinen Ball wiedergeben. Meine Mutter ist schon böse. Die Tür. Aber ich weiß aber gar nicht, wo der Schlüssel ist. Ach, denk nach. Wenn ich's doch nicht weiß. Unter ihrem Kopfkissen vielleicht? Nicht alleine reiten, bitte. Wir müssen dem Volk zeigen, dass der verbotene Wald wieder betreten werden kann, sogar von der Königin. Ich habe Angst mit so einem Tier im Haus, wo ihr nicht mal verhindern könnt, dass hier die Strauchdiebe ein- und ausgehen, gerade wie sie wollen. Mein Hänschen, du hast keine Angst hier allein? Nein, nein. Er ist doch ein Mann jetzt, nicht wahr, mein Junge? Mhm. Und du passt auf ihn auf, jede Minute, jede Sekunde, hast du verstanden? Ihr wisst, Majestät, der Prinz ist auch mein Augapfel. Und du wolltest doch deinen Ball suchen, Hänschen. Ja, Mama. Und bleib mir vom Tier weg, ja? Wir können.
machen wir die Runde fertig. Ja. Sie haben dir nichts zu trinken gegeben. Weg. Bitte, der Vater hat es bei Todesstrafe verboten. Der Prinz ist weg. Wie? Der Prinz ist weg? Ich bin wohl eingenickt und dann war der Aufruhr am Tor. Und der Prinz war verschwunden. Ich habe überall gesucht. Gesucht was? Er ist nicht mehr in seinem Bett. Der Prinz ist weg. Hänschen? Hänschen! Mama? Tust du mir was? Wo bin ich hier? Ich glaube, ich finde nicht mehr nach Hause. Du hast Vater und Mutter verlassen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich gebe dir eine Arbeit. Eine Arbeit? Hast du einen Namen? Eisenhans. Eisenhans? Ich bin der Hüter des Waldes.
von Scheinkraut. Gefährlich? Schau mal, das wächst alles im Wald. Diese Beeren kannst du essen, die schmecken gut. Ja. Was hast du denn da? Ich hab mir im Käfig den Finger eingeklemmt. Tut aber gar nicht mehr weh. Gegen Schmerzen ist ein Kraut gewachsen. Johanniskraut, das heißt genauso wie du. Naja, du hast was gewagt, da kann man sich schon mal wehtun. Schau, da wartet deine Arbeit. Das ist der Goldbrunnen. Sein Wasser ist hell und klar, wie ein Kristall. Du wirst aufpassen, dass nichts hineinfällt oder eintaucht und ihn verunreinigt. Und am Abend komme ich vorbei und schau, ob du deine Arbeit gut gemacht hast. Muss ich den ganzen Tag bleiben? Ja, das ist deine Arbeit. Wie lange? Jahr ein, Jahr aus. Warum heißt der Brunnen Goldbrunnen? Ich wollte nur. Ja. Die Arbeit ist nicht leicht, das hätte ich dir sagen sollen. Komm. Nicht gefährlich. Nein. Ja, schau. Hier, zieh an. Und meine anderen Schuhe? Ach, da sollen sich die Siebenschläfer ein Nest drin bauen. Und hier habe ich auch was für deinen Daumen. Es muss ja nicht jeder gleich sehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Warte mal. Riech mal. Das riecht gut. Was ist das? Liebstöckel braucht man für die Suppe. Aua! Ach, da bist du. Na, dann komm mal runter. Die Arbeit wartet.
tut mir leid. Ich bin eingenickt. Solange du die Kappe aufhast, sieht man das nicht. Warte! Warte doch! Eisenhans, bitte! Was soll ich denn jetzt machen? Du wirst deinen Weg finden. Kann ich nicht bleiben? Ich habe das Gesetz des Vaters gebrochen. Ich kann nicht nach Hause. Diese Kappe werde ich niemals abnehmen können. Oh, ein Prinz mit goldenem Haar, das werden die Leute sicher toll finden. Aber ich bin kein Prinz, verstehst du? Ich habe meine Arbeit nicht geschafft. Du kannst es zukünftig besser machen. Und ich bin da. Wenn du wirklich mal in Not bist, dann kommst du hierher und rufst mich. Dann werde ich dir helfen. Eisenhans. Geh jetzt. Es ist Zeit. Eines Tages fängst du vielleicht einen goldenen Apfel. Und alles wird gut. Warte. Was meinst du damit, goldener Apfel? Lass sie dir schmecken. Oh. Jetzt ist es aber genug. Wirft er die Wachteln des Königs auf den Mist. Aber ich hab gedacht. Nichts hast du gedacht, weil dein Holzkopf nichts denken kann. Verschwinde! Und lass dich hier ja nie wieder blicken. Holla, da ist ja noch so einer. Aber der Herr lässt sich die Wachteln des Königs schmecken. Ihr steckt unter einer Decke. Nein, nein. Ich hoffe, Sie haben dem Herrn geschmeckt. Die andere ist der Hund. Der Hund. Und wie heißt du? Johannes. Johannes. Na ja, Johannes. Wer die Wachteln des Königs essen kann, der kann auch arbeiten. Komm. Na, komm mit. Na, komm schon. Kocht das Wasser schon? Ja.
Ich brauche noch eine Zwiebel. Muss besser aufpassen. Da los die Suppe. Für den König. Zum Teufel, wo bleiben die Rüben? Wahrscheinlich findet er sie nicht. Es muss schneller gehen. Und mein Freund, wo bleibt der Kohl? Hat dem König meine Suppe heute geschmeckt? Wie immer. Schmeckt dir meine Suppe etwa auch nicht? Doch, Herr. Und warum würzt du dann nach? Nur ein bisschen Liebstöckel. Das ist ja köstlich. Woher hast du das? Ich kann es euch zeigen. Na los! Hier unten gibt's noch mehr. Woher kennst du das eigentlich? Von einem Freund. Ja, alles einsammeln und bring's mir in die Küche. Danach kannst du dich ausruhen. Hopp, hopp, mein Träumchen. Der Herr Botaniker. Schau, hier, eine Taubnuss. Ja, nimm. Das ist für dich. Nein, nein, behalt sie nur. Warum wird das nie ausgeleert? Auf. Und du pass auf die Suppe auf. Ab in die Küche, du Kröte. Hey, tu dir ja nichts, Aschenkratzer. Der Koch sucht dich. Warum? Ist der eigentlich festgewachsen an dir? Sehr gut. Sehr gut. Majestät, darf jetzt der Fasan serviert werden? Nein! Noch etwas von dieser Suppe. Jawohl. Man müsste den Koch köpfen lassen, dass er uns so eine Köstlichkeit all die Jahre vorenthalten hat. Vater, bitte. Kleiner Scherz. Noch nie hat er meine Suppe gelobt. Ich will hier aber nicht sein. Ist doch wegen deinem Kraut. Ehre, wem Ehre gebührt. Mein Gott, wie du aussiehst. Der Koch, Eure Majestät. Nimm wenigstens diese grässliche Kappe ab. Majestät, der Koch wäre jetzt da. Ja, schön, herein mit ihm. Herein mit ihm. Wer ist denn das? Das ist, wenn Eure Majestät erlauben, mein Küchenjunge. Er sieht nett aus, Vater. Und warum bringt er seinen Küchenjungen mit? Mit Verlaub, Eure Majestät, er hat das Kraut gefunden. Was? Das Kraut für die Suppe. Kappe. Kappe. Was ist denn? Majestät, der Bursche hat noch seine Kappe auf. Ja, nehm er seine Kappe ab. Nein.
Was? Nein? Was fällt ihm ein, einen Befehl des Königs zu missachten? Diener, die Kappe! Nein, bitte! Eure Majestät, es geht nicht. Ich hab den Grind. Den Grind? Das ist nicht schön. Ein Grindkopf würzt meine Suppe. Werft ihn raus! Diener! Zack, zack! Halt! Halt stehen! Kommst du nicht erwischen! Ich krieg dich! Kommst du hier! Wachen! Wachen! Ich wollte das alles nicht. Hätte ich nie mit da hinaufnehmen dürfen, du mit deiner Kappe. Schnell. Wo ist der Grindkopf? Ich suche ihn selber. Der kann was erleben, das sage ich euch. Ich glaube ja, er ist hinten raus. Wenn du ihn findest, bringst du ihn zu uns. Befehl des Königs. Und gefälligst bist du nur. Und so zum Narren zu halten. Es tut mir leid. Ich mache immer alles falsch. Danke für alles. Warte. Komm. Komm mit. Gott sei's gedankt. Mein Freund, der Gärtner, nimmt dich. Hat er keine Angst vor dem König? Was weiß ein König von seinem Gärtner? Na, geh rein. Los. Hey, eines Tages wirst du sie abnehmen. Stimmt? Mittag. Verfluchter Acker. Heute schlafen wir selber wie die Steine. Hat er auch mal einen? Setz dich doch zu uns. Iss. Was hat der da am Finger? Geht uns nichts an. Ich habe eine Bitte, Meister. Ist dir die Arbeit zu schwer? Nein, nein. Ich habe ein paar Samen, wilde Blumen. Von wem hast du die? Von einem Freund. Meine Bohnen sind eher eingegangen. Du kannst mein Beet haben. Aber nur, wenn es kein Unkraut ist. Ja, wenn es kein Unkraut ist. Danke. Ist schon recht. Weiter.
Ich? Ja, du. Bring mir einen Blumenstrauß. Aber ich habe keine Zeit, der Gärtner braucht mich. Ich will es aber. Oder soll ich meinen Vater holen? Wieso bringst du der Prinzessin dieses Unkraut? Das ist kein Unkraut. Riechst du nicht, wie sie duften? Eure Majestät, dieser Gärtner... Ja, schon gut. Komm rein. Du bist ganz schön frech, Gärtner. Oder soll ich sagen, Suppenkoch? Hat dich mein Vater nicht aus der Burg werfen lassen? Der Gärtner kann mich brauchen. Hast du keine Angst, dass ich dich verrate? Gefallen euch die Blumen? Sie riechen gut. So wild. Passend zu euch. Nimm deine Kappe ab. Nein? Nimm sie ab. Aber ihr wisst doch, ich habe einen grindigen Kopf. Ich bin die Prinzessin und ich befehle es dir. Nein? Doch. Gib mir meine Kappe wieder. Verzeiht eure Majestät. Weißt du eigentlich, dass ich mich wegen dir gestochen habe? Johanniskraut, das lindert Schmerzen. Das tut schon gar nicht mehr weh. Naja, vielleicht für später. Da, für die Blumen. Aber ihr müsst doch nicht... Darf ich meinen Gärtner etwa nicht bezahlen? Johannes, was machst du? Nichts. Spielen wir Ball? Ich habe keine Zeit. Hier, schenke ich dir. Ist das echt? Ja. Hey, du da! Du, Grindkopf! Bring mir meinen Blumenstrauß. Aber ihr seht doch, ich habe keine Zeit. Wirklich? Jetzt der Herr Gärtner. Ja, er soll reinkommen. Gut, danke, ich brauche ihn dann nicht mehr.
Wo sind denn die Blumen von gestern? Na, ich will jeden Tag frische Blumen. Jeden Tag frische Blumen? Hm? Wie heißt du eigentlich? Johannes. Ah, Hänschen klein. Wer bist du? Du mit deinen goldenen Locken. Der Gärtnerjunge. Ach, der Gärtnerjunge. Und der Küchenjunge? Verratet ihr mich jetzt? Meinst du wirklich, mein Vater hat Zeit, sich um einen wie dich zu kümmern? Er muss wahrscheinlich in den Krieg ziehen. Warum denn? Was ist passiert? Ein schwarzer Ritter bedroht das Land. Ein schwarzer Ritter? Und überall, wo er auftaucht, verbreitet er Angst und Schrecken. Niemand kann ihn besiegen. Ihr habt Angst, oder? Wer soll mich denn beschützen, wenn mein Vater nicht da ist? Aus der Hölle. Ach, Feiglingsgeschwätz! Gott zum Gruße. Ah, König Salat von Komposthaufen. Stimmt es, dass ihn noch keiner gesehen hat? Ach, der Haufen dieses Teufels wird immer größer. Ich zieh mit euch. Hör zu, Gärtnerlein. Ritter sind keine Schildläuse, die man einfach zwischen den Fingern zerknicken kann. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, geh einfach in den Stall. Wir haben dein besonders feiges Pferd zurückgelassen. Eure Majestät. Ich suche euren Gärtnerjungen. Hat er was angestellt? Er soll mir meine Blumen bringen. Der Kerl ist verschwunden, hat sich wohl verdrückt. Er war ja ein bisschen merkwürdig die letzte Zeit. Meinem Kind hat er ein Goldstück geschenkt. Ich hoffe, er hat es nicht gestohlen. Ich habe es ihm gegeben für die Blumen. Vielleicht wollte er nicht bezahlt werden. Meint ihr, der schwarze Ritter kommt hierher? Ich lasse ihn die Blumen bringen. Eisenhans!
Was treibt dich hierher? Ich brauche deine Hilfe. Du willst in den Krieg ziehen? Ich muss. Der Schwarze Ritter. Der Schwarze Ritter. Denk dran. Du bist jetzt groß geworden. Dein kleiner Johannes. Was ist? Schlimme Nachricht? Nein. Du musst erst einmal zu Atem kommen. Was ist mit meinem Vater? Lebt er? Ein Wunder. Was für ein Wunder? Mehr. Was für ein Wunder? Was ist mit meinem Vater? Sprich. Es war schon alles verloren. Nur zwei Tage von hier trafen wir auf den Haufen des Schwarzen Ritters. Unsere Männer schlugen sich tapfer, aber der Feind war übermächtig. Beim Rückzug geriet der König in einen Hinterhalt. Allein stürzt schon der Schwarze Ritter über ihn mit erhobenem Schwert. Da vertaucht plötzlich ein fremder Ritter auf. Wer war dieser Ritter? Woher kam er? Niemand weiß es. Er hat dem König das Leben gerettet? Ja. Plötzlich gab es ein wildes Geschrei unter den Feinden. Eine mächtige Schar Kriegsvolk war aufgetaucht, ganz in rostiges Eisen geschlagen. Mit fürchterlichen Waffen und wilden Kampfesmut. Und dann, der Rote Ritter führte seine Scharen gegen den Schwarzen und ließ nicht eher nach im Kampf, bis alle Feinde vernichtet waren. Auch der Schwarze Ritter? Nein, der stand plötzlich allein dem Roten gegenüber. Nun gingen sie mit Schwertern aufeinander los. Mit mächtigen Hieben drängte der Schwarze Ritter den Roten zurück. Doch dann schlug der Rote dem Schwarzen das Schwert aus der Hand, warf ihn zu Boden und stand schließlich zum Todesstoß bereit über ihm. Jedoch er zögerte, rammte sein Schwert neben den Besiegten in den Boden. Aber als sich der Rote umkehrte, griff der Schwarze Ritter hinterrücks nach dem Schwert und schlug mit einem letzten Streich nach dem Sieger. Er traf ihn nur am Bein. Und wer war das? Habt ihr sein Gesicht gesehen? Nein. Niemand hat es gesehen.
Mein König! Mein König! Mein König! Sei gegrüßt! Ich komme nicht, Meister. Vater! Ich bin so froh, dass ihr hier seid, heil und unversehrt. Ich habe Gott für das Wunder gedankt. Ein Wunder, wahrlich ein Wunder. Wo ist der unbekannte Ritter? Habt ihr ihn mitgebracht? Er ist verschwunden, so wie er gekommen ist. So wie seine rostigen Kämpfer. Aber... Ach, Kind, ich bin so erschöpft. Schaut, der schwarze Ritter! Fährt ihn ein! Los! In den Rattenhof mit ihm! Aber wollt ihr dann nicht wissen, wer euch gerettet hat? Doch, natürlich. Ich habe mir etwas überlegt. Ich werde ein Friedensfest geben und alle Ritter dazu einladen. Und am Ende des Turniers wirst du einen goldenen Apfel werfen. Und wer ihn auffängt, der darf ihm deine Hand anhalten. Und wird der rote Ritter auch kommen? Aber sicher. Es wollen doch alle meine Prinzessin heiraten, nicht? Ah, der kühne Ritter mit der Kappe. Wo warst du? Königssalat vom Komposthaufen hat sein Bestes gegeben. Ohne ihn wäre es schlecht gegangen. Du hast mir lange keine Blumen mehr gebracht. Das kann ich jetzt nachholen. Aber zuerst muss ich mein Tier hier versorgen. Du hast ja eine Wunde am Bein. Herein. Ich bringe die Blumen. Mein Vater wird ein Fest veranstalten, um den besten aller Ritter zu küren. Und er hofft, dass der rote Ritter auch kommen wird. Wünscht ihr euch das auch? Ich glaube, er ist zu feige. Wieso? Er hat für euren Vater die Schlacht gewonnen. Ja, und warum ist er dann wieder verschwunden? Vielleicht ist er hässlich. Ach ja, oder er ist verwundet am Bein. Oder war nur ein Geist? Ich glaube, der Rote kommt, wenn er hört, dass er die Prinzessin gewinnen kann. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er traut sich nicht. Und dann soll es mir auch egal sein, ob irgendein dahergelaufener Ritter meinen Apfel fängt und mich zur Frau gewinnt. Wegen roter Ritter. Zumindest habe ich dich in den Staub geworfen. Aber nur, weil dir dein Waldgeist geholfen hat. Ja! Und jetzt hat er dir deine schöne rote Rüstung weggenommen. Oder warum läufst du rum wie ein Gärtnerbursche? Ich habe meine Gründe. Das Bübchen hat seine Gründe! Der König will seine Tochter mit ihm vermählen und er hat seine Gründe. Vielleicht hat er ja nur Angst. Vor dem Mädchen! Und? Trittst du auch an als Ritter? Ja, sicher. Thank you.
eines Tages fängst du vielleicht einen goldenen Apfel. Und alles wird gut. Komm bitte endlich. Das Turnier ist gleich zu Ende. Die besten Ritter versammeln sich schon zum Finale. Aber der rote Ritter ist nicht gekommen, oder? Was weiß ich, vielleicht trägt er ja heute eine andere Rüstung. Ich würde spüren, wenn er da wäre. Was ist bloß los mit dir? Du bist schon die ganze Zeit so komisch. Ich kann nicht irgend so einen dahergelaufenen Ritter heiraten. Wenn der Richtige noch nicht da ist, vielleicht kommt er ja noch. Wir werden eine Lösung finden, die dir gefällt. Versprich es mir. Versprochen. Und jetzt komm, bitte. Mit Gottes Hilfe haben wir das Böse besiegt. Es gibt eine Zeit zum Kämpfen und eine Zeit zum Feiern. Heute wollen wir fröhlich sein und uns freuen, weil meine Tochter ihren Bräutigam erwählen wird. Der Richtige da wäre. Und vielleicht lernen wir auch den Helden kennen, der uns vom Teufel befreit hat. Ich fordere alle Ritter und Recken zu einem fairen Wettkampf. Möge der Beste gewinnen. Er ist nicht gekommen, dieser Feigling. Jetzt wirf den Apfel. Vater, bitte. Mach schon. Schau, da ist er. Johannes! Johannes! Johannes hat den Apfel gefangen. Jetzt kriegt er die Prinzessin. Der Grindkopf? Wo kommt denn der jetzt her? Wachen, bringt ihn her! Runter mit dir, Bursche. Kommst du hier lang. Schweig! Wenn ich mich recht entsinne, habe ich dich von meiner Burg verwiesen. Wie kannst du es wagen, dich unter die edlen Ritter zu mischen? Ein Grindkopf! Jetzt wird er seine Kappe abnehmen. Verzeiht, Majestät. Ich bin kein Grindkopf. Ich bin ein Prinz. Du hast es gewusst? Nein, ich hab's geahnt. Ich war der rote Ritter. Und ich habe für euch die Schlacht geschlagen, mein König. Und ich habe den goldenen Apfel gefangen. Ja. So, wie kommst du? Das ist eine lange Geschichte. Aha. Und jetzt willst du... Wollt ihr... Meine Tochter? Ja. Wenn sie mich will. Was sagst du dazu? Ja, ich will. Ja! Das könnte dir gefallen. Mit billigen Zaubertricks einen Mann wie mich besiegen und dann die Königstochter freien. Du wirst sie nie bekommen, Bübchen. Los, kämpfe, wenn du dich traust! Aber hier würde keine eiserne Hand helfen. Los, dein Schwert! Ja!
Großmahlzeit. Wir sind gerettet. Es lebe der Prinz. Es lebe das junge Paar. Es lebe Johannes! Hurra! Dein Daumen, deine goldenen Locken, die rote Rüstung, das Pferd. Was hat der schwarze Ritter damit gemeint, dass Eisenhans dir geholfen hat? Ich erzähle dir alles. Es soll keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben. Majestät, ihr habt Besuch. Mutter. Mein Kleiner, du wirst König. Ah, Johannes, mein Sohn. Hier. Hier ist mein Schwert. Es gehört jetzt dir. Danke, Vater. Das sind meine Eltern. Auch etwas mitgebracht, Hänschen? Ein Ball. Ich habe ihn immer Hänschen genannt, früher. Mit dem habe ich immer gespielt, als ich noch klein war. Danke, Mutter. Aber den brauche ich jetzt nicht mehr. Dann nehme ich ihn und heb ihn auf. Für unser Kind. Das war mein Zuhause. Und von da oben habe ich den Eisenhans mit Tannenzapfen beworfen. Mit denen? Ich bin der Eisenhans! Nicht da. Man muss dreimal rufen. Eisenhans! Aber er hat doch gesagt, er ist da, wenn ich ihn brauche.
Vielleicht brauchst du ihn nicht mehr, Johannes.